Heute machen wir Dorade nach griechischer Art. Wenn ihr wissen wollt, wie schnell und wie einfach so eine Dorade zubereitet ist, dann schaut euch das Video an. Viel Spaß! Für unsere Dorade braucht man natürlich auch eine Marinade. Dafür habe ich einen Mixer. Dann haben wir noch Oregano. Ihr könnt natürlich auch trockenen Oregano nehmen. Ich habe den jetzt aus unserem Garten. So, dann haben wir noch Olivenöl, Petersilie. Dann haben wir auch noch Knoblauch. Ich reibe ihn etwas vor, damit die Maschine nicht alles machen muss. Pfeffer. Salz. Und der Saft einer Zitrone. Jetzt vermixe ich das. 1, 2, 3. Fertig. Ich kümmere mich um die Dorade. Ich habe die im Vorfeld schon entschuppt. Das heißt, ich habe sie vom Schwanz zum Kopf mit dem Messerrücken die Schuppen entfernt. Und ich habe sie abgewaschen und anschließend trocken getupft. Trocken getupft habe ich sie, weil wir die Haut einigermaßen knusprig haben wollen. Die kann man nämlich mitessen bei der Dorade. Ich habe eigentlich nicht viel zu tun. Ich schneide die Dorade auf jeder Seite dreimal ein. Einfach damit die Hitze besser ans Fleisch kommt. Das mache ich auf beiden Seiten natürlich. Und fülle sie von innen noch mit Bio-Zitrone. Drei Scheiben sollten reichen. Wir machen daraus Halbmonde. Weil die Halbmonde kann man so besser reinlegen. Dorade ist gefüllt, wir binden wir gar nicht zu. Wenn was raus wird, ist gut und ich denke mal, es wird alles drin. Ihr gebt jetzt die Marinade auf die erste Seite drauf. Die andere Seite, das ist die erste Seite, die wir gleich angrillen werden. Die andere Seite mache ich dann, wenn er auf dem Grill liegt. Ruhig auch in die Schnitte rein, die ich da gemacht habe. Auch ein bisschen was nach innen. Und das ist jetzt die Dorade, die ich auf den Grill gebe. So, wir haben jetzt die Plancha drauf. Da gebe ich ein bisschen Olivenöl drauf und Salz, damit der Fisch nicht anbappt. So, bevor wir den Fisch drauf geben, nehme ich hier ein bisschen Olivenöl weg. Ich habe ein bisschen viel drauf. Aua. Dann gebe ich jetzt einmal den Fisch mit der marinierten Seite drauf. Da bleibt er jetzt 6 bis 7 Minuten drauf liegen, dann drehen wir ihn um. Und in der Zwischenzeit mariniere ich die andere Seite ein. Dann einmal wenden. Schön knusprige Haut. So, und auf der Seite lassen wir es auch nochmal liegen. Und ich gebe nochmal ein bisschen Marinade drauf. Der Fisch ist fertig.
sieht von beiden Seiten hervorragend aus. Da ist die Dorade. Wir haben uns wieder Kartoffelecken dazu gemacht, ein paar gegrillte Tomaten dazu. Wie du siehst, ist es schön knusprig. Bei der Dorade schön, man kann die Haut mitessen. Hm. Natürlich nicht die Flosse. Yum, yum, yum. Hm. Deswegen haben wir auch die Schuppen vorher abgemacht, weil wir die Haut mitessen wollen. So, sobald du ein bisschen freigelegt hast, gibst du noch ein bisschen von der Marinade hinzu. Hier, denk dran, weg von der Mitte, ne? Auch bei der Dorade. Und auf den Punkt. Das ist echt gut geworden. Die Marinade hat einen schönen Eigengeschmack, was den Fisch schön rund macht. Also Zitrone ist da, geht immer dazu. Knoblauch gehört für mich in Griechenland einfach dazu. Die frischen Kräuter, man schmeckt sie. Das ist lecker, ne? Und wenn wir es gleich umdrehen, haben wir wieder Haut. Hm, ich probiere mal so eine leckere Tomate. Hm. Aber Olivenöl, Salz, herrlich. Mmh. Auch gut geworden? Mhm. Ist ja nicht meine Kartoffelecken auf, du. Hm. Und meine Soße. Schmeckt voll Dolly. Dolly Soße, Dolly, ne? Ich hab noch welche. Unterm Tisch. Nee, die sind diesmal auf dem Boden. So, dann drehen wir es einmal um und haben die zweite Haut. Ja, ich will auch was von der Haut abhaben. Mhm. Hallo. Du hast keine Kartoffelecken mehr. Ihr seht, wie einfach so eine Speise gemacht wird. Marinade eine Minute, ein Fisch von beiden Seiten kurz grillen, fertig. Das ist meins. Wer also schönes Urlaubsfeeling haben will, macht diese Marinade einfach mal nach. Schmeckt so lecker. Ja, alles? Ihr liebt den Fisch. Meine die Soße ist lecker, ne? Hm. Okay, wir verraten es euch, wir verbrauchen gerade unseren Gewinn. Wir machen Werbung. Wir nehmen die Dolly-Soße und das Dolly-Gewürz für die Kartoffelecken. Super lecker. Ich bin auch was. Lecker nicht rumalbern beim Fisch, da sind Keken drin. Total. Nicht ganz viele Geräten. Seht ihr das auch? Er isst mir immer meinen Fisch weg. Hm. Hast du schon hier ein Ding versucht? Hier. Ja. Guck mal, das ist da lecker. Da haben wir rausgerollt. So, das war's mit dem Video. Wir sind wieder am Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war ein schnelles Fischvideo und es hat auch wirklich lecker geschmeckt. Also probiert es doch auch gerne mal aus. So, ihr könnt uns gerne abonnieren. Hier. Die letzten Videos angucken. Auch da. Ihr könnt auch gerne auf Instagram, Facebook und Twitter vorbeigucken. Und ja, ihr wart bei Dauter in Dad's Sizzle Zone. Woo!